The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Ein Meisterstück satanischer Verführung. Was verborgen ist des Herrn unseres Gottes. Was aber offenbart ist, das gilt uns und unseren Kindern ewiglich, dass wir tun sollen alle Worte dieses Gesetzes. Unsere menschliche Erkenntnis über materielle und geistliche Dinge ist bruchstückhaft und unvollkommen. Deshalb können viele ihre wissenschaftlichen Anschauungen mit biblischen Aussagen nicht in Einklang bringen. Viele nehmen bloße Theorien und Spekulationen als wissenschaftliche Tatsachen hin und sie meinen, das Wort Gottes müsse anhand der Lehre der fälschlich sogenannten Erkenntnis geprüft werden. Der Schöpfer und seine Werke gehen weit über ihr Begriffsvermögen hinaus, und weil sie letztere nicht durch Naturgesetze erklären können, wird die biblische Geschichte als unzuverlässig hingestellt. Menschen, die die Zuverlässigkeit der alt- und neutestamentlichen Berichte anzweifeln, gehen allzu oft einen Schritt weiter, stellen die Existenz Gottes in Frage und schreiben der Natur unbegrenzte Macht zu. Da sie ihren Anker haben fahren lassen, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als an dem Felsen des Unglaubens zu zerschellen. So irren viele vom Glauben ab und werden vom Teufel verführt. Menschliche Philosophie hat versucht, Geheimnisse zu erforschen und zu erklären, die in alle Ewigkeit nie offenbart werden. Wenn die Menschen nur erforschen und begreifen würden, was Gott über sich selbst und seine Absichten bekannt gemacht hat, dann bekämen sie solch eine Schau von der Herrlichkeit, Majestät und Macht Jahwes, dass ihnen die eigene Winzigkeit bewusst würde und sie zufrieden wären mit dem, was offenbart worden ist. Es ist ein Meisterstück satanischer Verführung, die Menschen in ihrem Denken mit Vermutungen und Forschungen über Dinge zu beschäftigen, die Gott nicht bekannt gemacht hat und von denen er nicht möchte, dass wir sie verstehen. Genau dadurch hat Luzifer seinen Platz im Himmel eingebüßt. Er wurde unzufrieden, weil ihm nicht sämtliche Geheimnisse über Gottes Absichten mitgeteilt wurden. Dabei missachtete er all das, was ihm über sein eigenes Wirken in der erhabenen Position, die er innehatte, offenbart worden war. Indem er bei den Engeln, die ihm unterstanden, dieselbe Unzufriedenheit weckte, verursachte er ihren Fall. Nun versuchte er, das Denken und Fühlen der Menschen mit demselben Geist zu durchtränken. Er will sie dahin führen, dass auch sie die ausdrücklichen Befehle Gottes missachten. The Lord is coming.